Buongiorno Sind wir Maren. on? Buongiorno, guten Tag, hallo Christian. Hallo. Hallo zusammen, alle willkommen. Wir sind hier heute in einem kleinen, in einem kleinen Seminar und zwar Christian Brusa bei ISA und ich, Maren Klose, bei Nordkap. Wir beide in Sachen Speiseeis unterwegs. Und wir haben uns jetzt gerade im Werk in Isar gesehen gehabt. Da waren wir an den Vitrinen live und in Farbe und haben uns alles angeschaut in dem tollen Showroom bei Isar und haben über Vitrinen gesprochen, unterschiedlichste Möglichkeiten, Ausführungen, was man irgendwo für einsetzt im Eisbereich. Genau das wollen wir jetzt heute noch ein bisschen spezifizieren. Und haben uns überlegt, also über Präsentation des Eises nochmal zu sprechen, über die Auswahl der Eisvitrine soll es gehen. Und zwar über einmal die Sicht aufs Eis, welche Vitrine wählen wir für welchen Betrieb. Jeder hat seine speziellen Anforderungen. Wer braucht welche Vitrine, für wen ist was genau passend. All das haben wir im Portfolio und wollen es heute ein bisschen anschauen und beleuchten. Es geht um einmal unterschiedliche, wie gesagt, Sichtbarkeit überhaupt aufs Produkt, dann die Bewahrung des Eises, welche Belüftung ist die richtige, sind die Eisschalen hoch befüllt oder eher niedrig, was kann man wofür verwenden, welche Art und Weise der Technik. Wir haben dann uns vorgenommen, über Vitrinen auf kleinstem Raum auch zu sprechen, also einbaufähig, aber auch in einer Ausführung in einer schmalen Breite, damit also in jedem Laden die richtige Vitrine eingebracht werden kann. Funktionalität der Vitrinen, da werden wir sprechen über Umschaltmöglichkeiten, Dualtemperatur und so weiter. Also das sind heute alles ganz tolle Themen, die wir uns vorgenommen haben. Wir schauen uns eine kleine Präsentation dazu an. Und Christian, ich denke, wir beide werden uns ein bisschen abwechseln und wird jeder ein bisschen etwas dazu sagen. Was ja, meinst du? Super. Fangen wir an. Wollen wir starten? So, ich starte die Präsentation. Ja. Okay, die Auswahl der passenden Eisvitrine. Eben kurz schon angeklungen, das ist so das überhaupt Hauptthema, also für jeden in seinem Bereich, für jeden Betrieb das passende, spezifische Bedürfnisse wollen wir aufzeigen und auch dann gleich zeigen dazu, was ist die Lösung. Also unterschiedliche Anforderungen eines jeden Kunden. Los geht's, die Auswahl, wie gesagt, in der Präsentation. Was haben wir vor? Wir wollen einmal schauen, wie ist das Produkt Eis im Vordergrund. Dann, welche Belüftung, kurz angesprochen. Also wir haben ja diese Möglichkeiten von Plus, Plus 1 und Plus 2. Darauf gehen wir nachher auch so ein bisschen in der Technik mehr ein. Funktionalität, also was kann man genau tun? Dual-Temperatur ist ein ganz großes Stichwort hierzu. Einsatz der Vitrinen in unterschiedlichen Bereichen. Ja, und natürlich Natur steht jetzt hier als, als einmal die Überschrift. Also wir reden über Nachhaltigkeit. Also natürlich müssen wir da auch beachten, dass wir mit den Vitrinen also da möglichst nachhaltig arbeiten zu allem, was wir im täglichen Arbeitsbereich haben. Natürlich auch daran denken, wie stellen wir das dar? Es geht um Kältemittelfragen, es geht um diese Dinge. Super. So, wir fangen an mit Präsentation und Lagerung. Genau, ja, so ist natürlich schon mal eine Schale traumhaft befüllt. Wir wollen gucken, die Qual der Wahl. Es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Eisvitrinen bei uns im Portfolio. Die Eiscreme Show ist da so ein bisschen herausgestellt als, was kann die Vitrine? Wie toll ist die überhaupt einsetzbar? Kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt, individuelle Vitrinenauswahl. Wie gesagt, jeder hat seine Anforderungen. Die Rezepturen sind unterschiedlich. Das Eis ist demnach, also bei jedem, in jedem Betrieb ganz, ganz unterschiedlich. Das müssen wir optimal darstellen. Das muss optimal portionierbar sein. Also all diese Dinge müssen wir unbedingt beachten. Und ja, Leistungen, die den Unterschied machen, ist so ein bisschen die große Überschrift. Wie gesagt, für jeden das Passende machen, für jeden die richtige Technik, für jeden das Eis optimal präsentieren und auch
es geht auch um die täglichen Abläufe, dass wir das einhalten und wirklich gut lösen können. Die Qual der Wahl wieder, also so ein bisschen haben wir als Arbeitstitel auch gehabt, das Dilemma, also natürlich fand ich sehr gut, also die Qual der Wahl heißt, wir haben eine unterschiedliche Möglichkeiten von der Temperatursteuerung her, aber auch es geht schon los mit, was möchte der Kunde eigentlich? Runde Behälter, also Pozzetti, dafür gibt es passende Vitrinen. Dann die Eisvitrinen, alle lieferbar mit oder ohne, das heißt mit separat gestellter Maschine. Was ist das, was gibt es vor Ort für eine Möglichkeit? Was sind für Anforderungen der Anschlüsse und so weiter? Und dann einmal diese Vitrinen in einbaufähig oder Standard, also einfach als Standgerät aufgestellt. Und die Geräte transparent, also das sind die Vitrinen mit der besonderen, mit dem super Blick aufs Eis, nämlich durch eine ganz, das ist eine patentierte Ausstellwanne, die Streben, und das ist alles ein transparentes Material. Die Eisschalen sind wirklich transparent, sodass man den optimalen Blick aufs Eis hat. Das wird ein Punkt, und das wollen wir gleich noch eben uns näher betrachten. Ja, tatsächlich, Präsentation ist extrem wichtig für die in der Eisvitrine. Eiskonditoren sind heute sehr fast wie Künstler, indem die Eisschalen sind dekoriert mit wunderschöne Früchte und Cremen und alles, Variegato und Eisbergen und alles. Aber manchmal ist die Vitrine zeigt nicht das Eis genug. Man muss aufpassen, dass die Glaskante zum Beispiel, was die Kunden sehen können, ist nicht viel höher als das Niveau der vordere Eisschalenkante. In diesem Fall sehen wir einige Beispiele, wo das Eis liegt tief unten der Glaskante. Und das ist natürlich ein Nachteil, und man sollte aufpassen, bevor seine eigene Vitrine wählt. Und hier zum Beispiel bei unserer Super Capri zeigen wir ein Beispiel, dass die vordere Eisschale ganz flach oben das Niveau der Frontscheibe liegt, für eine perfekte und optimale Sicht auf die Eisschalen. Und noch weiter, die Option bei unseren Showvitrinen gibt eine totale Sichtbarkeit des Eises, weil die Wanne vorne ist total transparent. Wir haben unsere patentierte Showtechnologie, wo die isolierte Wanne tief liegt auf das Eis, unter dem Eis, und die Frontseite der Wanne total transparent ist aus Metacrylat. So, das ist die 3D-Erfahrung für die Kunden, die das Eis 100% mit den Augen genießen können. Ja, schön, genau. Absolute Sicht aufs Eis und ja, also in allen Bereichen schon einmal beim Reinkommen ins Geschäft schon gleich aussuchen, alles sehen können. Also das macht es wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein Beispiel mit unserer Supershow. Und das ist noch eine Ansicht von einer 3D-Show. Genau, man sieht also hier nochmal ganz deutlich die absolute Sichtbarkeit aufs Eis. Es ist also eine einzigartige, tolle Präsentation für Christian, wie du gesagt hast, sämtliches, also Speiseeis in der Aufmachung, auch schon in der Schale, die tollen Zutaten, die Beigaben und so weiter schon gezeigt werden hierfür. Du musst natürlich ein bisschen schauen, du hast das, wir haben es hier in Rot, transparente Darstellung heißt auch,
Wir müssen sehr sauber arbeiten. Also jedes Eis, was zwischen den Schalen durchtropft oder so ein bisschen auf den Boden kommt, da müssen wir natürlich aufpassen. Aber das ist natürlich wettgemacht durch, also es ist ja oben komplett, die Schalen sind alle aneinander. Das heißt also, es ist unten alles sehr, sehr rein. Und aber wir haben dadurch auch nochmal von unten diesen Effekt, alles wirklich sehr toll anzubieten, alles für den Kunden unglaublich schmackhaft darzustellen. Also mit dem Ziel natürlich für den Kaffeebetreiber, fürs Eiscafé, fürs Café, dass der Kunde dann lieber, weil es so toll aussieht, auch nochmal eine Kugel mehr nimmt. Das soll es sein. Ja, wir müssen immer alle klar erzählen, als wir unsere Kunden beraten. Natürlich. Wenn wir weitergehen, haben wir ein tolles Beispiel mit runden, transparenten Eisschalen und das ist die Vitrine One Show. Eine total neue Ausstellungsmöglichkeit mit runden, transparenten Eisschalen. Und hier zum Beispiel die Variegato Cremino haben eine wunderschöne Wirkung auf den Augen, weil man kann die Transparenz der Eisschalen zeigt uns alles, was der Eiskonditor gemacht hat. Und ja, One Show gibt es in dieser Standalone Ausführung, aber auch als freiständige Kleinvitrine für 6 oder 9 Eisschalen, die auch als Einbaumodul möglich ist für die Anbau in eine Thekeanlage. Genau. Beides erhältlich, das sehen wir hier ganz schön, in entweder diesen Pozzetti, runde Eisschalen oder in den eckigen Eisschalen und da passt dann entweder die schmale Schale oder auch, wie wir es hier auf den Fotos sehen, die breite Eisschale. Haben wir also die ganz, auch die große Wahl, je nachdem, wie der Eiskonditor arbeitet, wo das Eis also dann in welche Schalen gefüllt wird. Wir haben hier die Möglichkeit, das zu präsentieren, in rund oder eben auch in dieser eckigeren Form. Mario, was siehst du im Hintergrund? Ja, genau, ich will es gerade sagen, das ist überhaupt diese Darstellung einer One-Show-Vitrine wieder oder One-Show-Vitrinen und die Highzone-Serie. Eine ganz, ganz tolle Möglichkeit an Rückwandpräsentation, auch in Bereichen Kühlung, Tiefkühlung. Wir sehen, da sind Kuchen drin, es gibt das Ganze mit Eistorten, wir können das für Getränke nutzen, es gibt eine super Möglichkeit an Wein. Schränken in dieser Serie. Das ist die Serie High Zone und auch das, also sehr, sehr hochwertig präsentierbar, die unterschiedlichsten Produkte. Das ist eine ganz, also ein tolles Zusammenspiel gerade in dieser Darstellung auch. Super, gute Antwort, aber ich meinte, ich kann mich sehen hier im Hintergrund, auf der rechten Seite. Das ist natürlich noch viel wichtiger. Das sind Bilder von der Messe und du bist natürlich super, da drauf zu erkennen. Ja, klar. Ja, stimmt. Okay, das war's für die Präsentation. Also professionellen Eisvitrinen, die das Eis 100% sehen lassen und vor den Augen der Kunden. Und auch die transparente Option von unserer Show-Serie, 3D-Show, Super-Show und One-Show für eine einzeln total andere Präsentationsweise. So, das war unser erstes Thema für heute. Und dann ein [S2] Ja. [S1] Thema, die für uns sehr, sehr wichtig ist, oder Maren? Ja, genau. Wir gehen weiter. Die Überschrift, welche Belüftung sagt, also ist eine Einleitung für etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar genau, wir haben eben angesprochen, es geht immer darum, wie arbeitet der Eiskonditor, wie wird das Eis präsentiert, wie soll es dargestellt werden. Und dann geht damit unmittelbar einher, welche Belüftung wird benötigt, weil die Vitrine muss diesen Anforderungen genügen, damit das Eis auch so präsentiert und gezeigt
und dem Kunden angeboten werden kann, wie sich das der Eiskonditor vorstellt. Das geht nur, wenn die Vitrine genau das tut, nämlich in der Belüftung über das Eis geht und nicht, wir kommen gleich darauf, dass wir uns das vielleicht, Christian, ansehen können, dass das Eis nicht vorne mit der Luft gegen das die gefüllte Eisschale schlägt, sondern drüber geht. Hier, jetzt haben wir hier ein bisschen die Technologie. Ja. Christian, diese drei Plus, Plus 1, Plus 2 Sorten, vielleicht magst du kurz eben etwas dazu sagen über die Luftführung, über die Technik. Ja, die Umluftbelüftung Option ist oft ein wichtiges Thema für die professionellen Eiskonditoren. Viele Eiskonditoren lieben die doppelte Luftwurf, andere haben lieber eine einzelne Luftströmung mit hohem Luftstrom. Was toll ist, was wichtig ist, dass wir können alle Lösungen anbieten nach Wunsch der Eiskonditoren. So, wir sind in der Lage, alle möglichen Umluftoptionen anzubieten in alle unsere professionellen Vitrinen. So, lassen wir uns jetzt durch die unterschiedlichen Optionen gehen. Wir nennen diese Luftoptionen Plus, Plus 1 und Plus 2. Plus hier links ist die traditionelle spezifische ISA-Umlufttechnik und die kommt mit doppelter Luftführung von in die die rückwärts bläst Richtung. Du meinst von der Kundenseite zum Bediener? Von der Kundenseite zum Bediener, genau. Mhm. Und die Plus 1 hat eine einzelne Luftführung vom Bediener Richtung Kunden. Einzelne Luftführung. Und die Plus 2 hat eine doppelte Luftführung und in der gleichen Richtung wie Plus 1. Von Bediener Richtung Kunden. Und wie man hier sehen kann, die Plus-Variante hat ein einzelner Verdampfer. Plus 1 und Plus 2 haben doppelte Verdampfer. Und wir werden gleich erklären, was das bringt. In der, wir zeigen hier auch unterschiedlich, die Plus hat 11 Grad Neigung für die Ausstellungsfläche. Die Plus 1 hat nur eine 3 Grad Neigung der Ausstellungsfläche. Und die Plus 2 ist ganz flach. Aber versetzt. Die ist flach, aber versetzt. Aber da ist die hintere Schalenreihe etwas höher und die vordere etwas niedriger gestellt. Genau. Mhm. Das ist jetzt hier, haben wir gezeigt, die drei Systeme auf einem einzigen Bild, damit wir die Unterschiede direkt sehen können. Jetzt erklären wir, was diese Unterschiede bedeuten und wofür diese unterschiedlichen Merkmale entworfen sind. Also der Einzelverdampfer bei Plus ist 14 cm hoch. Das ist ein ganz großer Verdampfer und das gibt ganz starke Kälteleistung. Und die doppelte Luftführung vorne erlaubt uns, das Eis hier vorne etwas härter zu bewahren als im Hinterbereich. Hier, wo der Kunde das Eis portioniert, bleibt das Eis 0,5 Grad weicher, damit es spachtelbereit ist oder portionierbereit ist. Hier vorne, wo meine Präsentation für mehrere Stunden bleiben muss, ist die Temperatur 0,5 Grad niedriger. Mhm. Das bedeutet, mhm, die Präsentation des Eises bleibt fest und das Eis hinten kann man besser spachteln oder portionieren. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Und die Neigung der Eisschalen gibt auch eine ganz tolle
Präsentation und Sichtbarkeit und gleichzeitig eine perfekte Ergonomie für den Bediener, für die Bediener, die das Eis hier portionieren müssen. Ja, das ist diese sind die Vorteile, die Merkmale der Plus-Variante. Mhm. Wenn wir weiter ins Plus 1 gehen, haben wir Einzelluftstrom rückseitig von Bedienerseite Richtung Kundenseite. Hier, dieser Luftwurf ist etwas höher als früher, weil diese Luftführung erlaubt uns, die kalte Luft höher in der Wanne zu bringen. Das bedeutet für Eisbergen, das ist die beste Kühlvariante, die beste Umluftvariante, die beste Umluftoption für Eisbergen. Genau, weil man eben ganz über die auch hochbefüllte Schale rübergeht und nicht eine Störung hat, nämlich dass es auf der einen Seite gegen das Eis schlägt, da ist das Eis sehr, sehr hart und auf der anderen Seite wäre es dann weicher. Das erreichen wir, also wir haben hier eine ganz, ganz gleichmäßige Kühlung und ohne, dass dieser Luftstrom, diese Zirkulation gestört wird. Es geht also einmal wirklich ganz über auch hochbefüllte Schalen. Ja, die hochbefüllte Schalen sind natürlich, Eisbergen sind immer ein oft angefragtes Thema. Man muss natürlich auch aufpassen. Es kommt darauf ab, auch welche Rezeptur. Die Rezeptur muss stimmen für Eisbergen, damit die fest bleiben können. Aber wir reden von Eisbergen 7, 8 Zentimeter hoch. Und die werden hier mit plus 1 in der beste Art und Weg präsentiert. Ja, deswegen hier auch schön eine Möglichkeit, eben ob dieses hohen Luftstromes Eistorten einzubringen, weil auch die nicht von der einen Seite mehr und von der anderen Seite weniger also betroffen sind, sondern der Luftstrom geht rüber. Und auch das ist eine tolle Möglichkeit von Eistorten, Monoportioni, also kleinste Portionen oder eben auch Eis am Stiel, das haben wir hier auch gesagt. Auch das ist super hier drin, auf Tabletts dann zu stellen, zu zeigen. Und also das ist eine super Option für eben eine etwas höhere Befüllung. Ja, vor allem, weil diese Tablett für Eistorten kann in der Plus-Mode auch eine Kuchenpräsentation werden. So mit der Dual-Temp-Funktion, Plus-Minus-Umschaltung, ich kann in Winterzeit unsere Eisvitrinen zu Kuchenvitrinen werden lassen. Und eine durchgehende Tablett natürlich ist die beste Präsentation, die beste Möglichkeit für Kuchenausstellung. Ja, das stimmt. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, vielleicht wenn wir jetzt schon eben dieses mit Dual-Temperatur kurz mit sagen und dass man die umstellen kann, Kühlung, Tiefkühlung, also Kuchen und Eis, dann kann man auch ein paar Zusatzdinge gerne anfragen, mit uns besprechen. Wir machen auch diese Vorschläge, dass man diese Eisvitrine dann ordert und wir machen dann schon gleich das so fertig, dass es für eine Kuchenvitrine eine extra Zwischenablage geben kann. Damit man also die wirklich als Kuchenvitrine einsetzt. In dieser Eisvitrine kann das ganz leicht eingesetzt werden, eine Zwischenetage dann für auch eine weitere Etage an Kuchen. Und für die Eisvitrine wäre das mit wenigen Handgriffen wieder zu entfernen. Das sind so Ideen, das sind so Sachen, die wir haben und Möglichkeiten mit den Vitrinen dann eben auch. Genau, genau. Weiter in die Plus-2-Option. Doppelte Luftführung rückseitig, das bedeutet von Bedienerseite Richtung Kundenseite, immer mit doppeltem Verdampfer und doppelte Luftführung. Die Plus 2 gibt wahrscheinlich die beste Gleichmäßigkeit der Temperatur in der ganzen Wanne
für die perfekte Kälteverteilung über alle Eisschalen. Im hinteren Bereich haben wir auch eine höhere Luftführung. Das hilft auch bei hochgefüllten Eisschalen. Wobei die beste Option für die hochgefüllten Eisschalen die Plus 1 bleibt. Aber das ist auch, die Plus 2 ist auch vielseitig gut für die hochgefüllten Eisschalen sowie für die perfekte Kälteverteilung. Genau, hier geht es ganz klar darum, also die Plus 1 ist nochmal ein bisschen im Luftstrom höher. Wir haben da auch Luftleitbleche, die man noch ein bisschen verändern kann, um es noch ein wenig höher zu stellen. Die Plus 2, da geht es auch ganz viel um einmal höher befüllte Eisschalen und um die Präsentation. Wir sehen hier, die Schalen sind gerade, das hatten wir eben schon kurz angesprochen, die Schalen sind also gerade präsentiert, aber in zwei unterschiedlichen Höhen. Also das heißt, die vordere Schalenreihe ist ein bisschen niedriger, die hintere etwas höher und dadurch haben wir auch hier also sowohl also eine Luftführung, die auf jeden Fall über die Eiskante geht und nicht an der Schale schon antrifft und aber auch noch einmal eine Sichtbarkeit von beiden Reihen. Wir haben also beide Reihen des Eis ganz, ganz klar für den Kunden super präsentiert. Ja. Und wenn wir die drei Systeme jetzt vergleichen auf eine Tabelle, wir haben Plus, Plus 1 und Plus 2, unterschiedliche Luftführungen, unterschiedliche Luftrichtungen, Anzahl von Verdampfer. Und ja. Wichtig ist die Klimaklasse, die Plus-Führung, die Plus-Luftsystem. Liegt in der Klimaklasse 7. Das ist die beste Klimaklasse aller möglich. Und ISA ist die einzige Hersteller mit Klimaklasse 7, mit Eisvitrinen in Klimaklasse 7 im professionellen Bereich, weil es ist ganz schwierig, auch Leistungen und mit Top-Präsentation zu kombinieren. So, dieses Ergebnis ist riesig wichtig für uns. Und die Anwendungen der drei Systeme, wie erzählt, für Eis, Eisbergen, Eis am Stiel, Monoportioni und für Kuchentabletten, so die Plus- und die Plus 2 haben geteilte Tabletten für die Kuchenausstellung, wobei die Plus 1 hat eine durchgehende Tablette. Das ist die beste Option. Die beste Möglichkeit, diese Tabletten zu wählen. Genau. Gut. So, wir haben wirklich tief in der im Thema Lüftungsmöglichkeit gegangen und jetzt wollen wir erstmal eine schöne Idee, glaub, leckeres Eis. Darum wir geht's. Eine Eispause machen? Nee. Ja, so eins hätte ich jetzt gern. Das wäre doch gut. Nein, also wir gehen jetzt um Präsentationsmöglichkeiten und die Lagerungsmöglichkeiten, die beste Haltung, Bewahrung des Eises, und zwar pro Vitrine. Und das macht absolut den Unterschied. Und was wir hiermit zeigen wollen, ist, dass es immer, immer ums Eis geht. Also dass es immer um Cremigkeit, um Konsistenz geht. Und das kann man mit den Rezepturen erreichen. Das erreicht man auf jeden Fall mit der Rezeptur, aber eben auch unterstützend und immens wichtig mit der richtigen Vitrinentechnik. Das soll jetzt als nächstes nochmal so ein bisschen beleuchtet werden. Ja, es gibt einige Leistungen, die vielleicht nicht immer bekannt sind, aber die machen einen großen Unterschied in der Wahl der Eisvitrinen. Zum Beispiel Dual Zone. Dual Zone ist eine sehr wichtige Option für Profi-Eismacher, Eiskonditoren, weil die bietet zwei unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturen.
Bei hier haben, zeigen wir eine Super Capri Eisvitrinen, aber das, diese Option ist auch bei Stratos, Kaleido und Diva möglich. Und unabhängiger Temperaturmanagement bedeutet, dass ich kann zum Beispiel links in der Hauptwanne meine Eiscremen bei minus 14, minus 15 bewahren und in der zweiten Fach mit 6 Schalen können wir entweder Sorbetto oder Granita bei minus 12 oder minus 7, Sorbetto normalerweise minus 12, minus 10, Granita bis minus 7 zum Teil. Und diese Option ist super interessant für Eiskonditoren, die die beste Temperatur haben wollen für die richtigen Produkte und unterschiedliche Eisoptionen anbieten wollen. Genau, ganz wichtig. Also wirklich, um das ganz klar, in einer Wanne haben wir, also in einer Vitrine, in einer Ausstellfläche die Möglichkeit zweier ganz unterschiedlicher Temperaturmöglichkeiten oder die Temperatur unterschiedlich zu fahren und damit unterschiedliche Produkte sehr, sehr speziell anzubieten. Das ist eine super Möglichkeit und die jetzt, also bei den Vitrinen, Christian, die du gesagt hast, verfügbar ist. Da nochmal, um es zu zeigen, es sind immer entweder 120 oder 170 plus dieser Extrabereich von 50 und das sind sechs Schalen, die dann nochmal separat wirklich angesteuert werden können in der Temperatur. Ja, hier zeigen wir zwei Vitrinen, einmal 12 plus 6 und einmal 18 plus 6 mit zwei unterschiedlichen Temperaturen Dual Zone. Und Dual Zone konnte auch verwendet werden für vegan Eissorten oder für wie sagt man auf Deutsch, Intoleranz. Ja, genau. Wenn man Lebensmittelunverträglichkeiten hat, also zum Beispiel jetzt habe ich bei dir eben so zugehört, wie sagt man, jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Also ich sag's dir gleich. Ich komme okay. Jetzt nicht drauf. Aber es ist klar, ja, wenn diese spezielle Eissorten muss man in der Vitrine separat trennen, damit die gleiche Portionier oder die gleiche Spachtel nicht gemischt werden. Und dadurch werden die Eissorten total voneinander getrennt. Eine sehr wichtige Leistung ist die Schnellabtauung. Unsere Eisvitrinen sind alle mit Zyklusinversion-Abtauungssystem ausgestattet. Dieses Abtauungssystem ist die schnellste und effektivste Weg, die Eisvitrine abzutauen. Das bedeutet, in der Abtauungsphase Verdampfer wird Kondenser und Verflüssiger wird Verdampfer. Und diese Umkehrung, diese Inversion taut die Vitrine in 3-4 Minuten maximal und 50% weniger Zeit als normale Heißgasabtauung. Unterschied zwischen normale Heißgasabtauung und Zyklusinversion Heißgasabtauung ist manchmal nicht 100% klar und vor allem in der Kältetechnik her. Aber von der Vitrine her und die Wirkung auf das Eis ist extrem, extrem wichtig und extrem wichtig für die Eiskonditoren. Die Oberfläche des Eises bleibt cremig und glatt für die Augen. Es gibt keine, man kann das. Es wird nicht grisselig.
Es ist immer cremig, es ist eine ganz, ganz soft, eine schmelzende, angenehme Qualität des Eises, die wirklich auch bewahrt wird. Ne? Wie du sagst, durch dieses sehr verkürzte Abtauen leidet das Eis überhaupt nicht, sondern die Oberfläche bleibt cremig. Es ist eine tolle, ansprechende Optik, das auf der einen Seite. Aber auch, es wird nicht, es bilden sich keine Kristalle, es wird nicht kriselig, sondern es behält diesen tollen Schmelz. Und ja, also von der Qualität her, die Bewahrung in der Vitrine ist einmalig. Also durch diese Möglichkeit der Abtauung gewinnt man unheimlich und eben nicht, es ist überhaupt gar kein Qualitätsverlust. Hm? Super. Und bei Plus 1 und Plus 2, es gibt noch eine weitere Funktion. Wir nennen es Smart Defrosting. Also die doppelten Verdampfer werden nicht gleichzeitig abgetaut, sondern einmal die erste, einmal der zweite und das dritte Mal die beide zusammen. Und dadurch schaffen wir noch eine 50% Verkürzung der Abtauzeit für die beste Wirkung auf die automatische Abtauung. Gut, und weiter. Wir präsentieren jetzt eine tolle Neuheit, die doppelte Wanne. Die doppelte Wanne von DLT 80 hat extrem interessante Funktionen, die wir jetzt erzählen werden. DLT 80 ist der Name der Einbauversion von unserer Kelly-Vitrinen, Kelly Isa Eis-Vitrinen. Und die kommt mit einer sehr interessanten patentierten Technologie, für die wir einen ganz tollen Namen erfunden haben: Querstromluftführung. Ja. Oder? Ja, natürlich, genau, das ist das Superwort, Querstromluftführung. Was heißt, dass wir also in dieser Eisschale wirklich zwei Wannen in einer haben, jeweils, also es ist auch eine doppelreihige Vitrine und dass das ganz, ganz Tolle ist, dass die also 12 Schalen, zwei Reihen Eisschalen in nur 82 cm Tiefe hat, bei dieser Querstrombelüftung, da kommt dieser Luftstrom nämlich nicht Kunden- oder Bedienseite, sondern von der Seite und von der Seite bis mittig. Das können wir genau da sehr toll sehen. Diese seitliche Luftführung ermöglicht und schafft zwei ganz unabhängig voneinander einzustellende Bereiche, jeweils mit separatem Kompressor und separater Steuerung, also separatem einzelnen jeweils Bedienfeld. Und somit erreichen wir, dass diese beiden Wannenbereiche unterschiedlich temperiert werden können, in Tiefkühlung oder Kühlung. Das sehen wir gleich noch. Genau, zwei unabhängige Wannenbereiche und durch diese separaten Kompressoren und jeweils eine eigene Bedienung, und also Steuerung, können wir auf einer Seite Eis, auf der anderen Seite Eis in einer anderen Temperatur haben. Wir haben eben schon angesprochen, wie wichtig das sein kann, dass man zwei unterschiedliche Bereiche hat, alleine für Speiseeis. Wir können auf der einen Seite Eis, auf der anderen Seite das in Kühlung für Kuchen einstellen. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, für beide Seiten Kuchen zu nutzen. Christian, so ist doch die tolle Neuheit. Ja, und praktisch, wir haben in der steckerfertigen Ausführung, wir haben zwei Kompressoren in der Vitrine, also im Unterbau, zwei unterschiedliche Maschinen, je mit einer Dual-Temp-Funktion. Das bedeutet, jede Zone, jeden Teil der Vitrine kann separat gesteuert werden. Wir haben hier Plus Minus und hier Plus Minus. Das ist unglaublich extrem interessant, weil ich kann 12 Sorten Eis
oder eine halbe Vitrine als Eisvitrine und die halbe Vitrine als Kuchenvitrine oder eine komplette Kuchenvitrine einstellen. So, ich kann gleichzeitig Eis und Kuchen präsentieren. Die Flexibilität und die Vielseitigkeit ist extrem. Und das ist besonders wichtig für kleine Cafés, Bäckerei, Konditorei, Restauranten, die nur zum Beispiel nur 6 Sorten Eis anbieten wollen oder 12 Sorten im Sommer und nur 6 Sorten im Winter. Und dann die andere Teil der Vitrine kann entweder Eis oder Eistorten oder Monoportioni oder sogar Kuchen im Plus Bereich. Also wie gesagt, hier auf einer Seite kann ich plus 2, plus 4 einstellen und auf der anderen Seite bis minus 18. So, ich wiederhole, weil ich konnte auch das nicht glauben, weil... ja, genau. Genau, das war jetzt gerade Eis und Kuchen, Kuchen und Eis, aber auf jeden Fall in einer Vitrine plus Temperatur oder eben für Eis im Minusbereich, genau. Und das Ganze bei einer tollen Platzmöglichkeit, genau, Christian. Ja. Also das ist, Es gibt keine volle Trennung zwischen den beiden Bereichen, sondern nur eine niedrige Trennung. Und das ist möglich, weil die Luftführung bläst von hier und wird hier angenommen. Und hier bleibt damit bleiben die Kühlzonen total getrennt. Genau, genau. Und was noch wirklich wichtig ist, es ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Auf kleinstem Raum haben wir diese Möglichkeiten, nämlich bei eben nur sehr, sehr geringer Tiefe, die dabei ja auch also die ist integrierbar in jedes bestehende Geschäft, ist integrierbar in jeden bestehenden Laden und bei kleinstem Platzbereich, die ist einbaufähig, also als einbaufähige dann in dieser Kelly DLT 80 Ausführung zu bekommen oder auch als Einzelgerät zustellbar, einfach als fertige Standvitrine im Laden dazustellen, auf der Terrasse nutzbar, bei Events und so weiter. Man kann diese Vitrine, also wie bitte? Aufrollen. Ja, genau. Also sehr, sehr einfach überall einsetzbar. Eine super vielseitige Vitrine, leicht zu handeln oder eben, wie gesagt, integrierbar, sehr, sehr einfach. Oh, ein Muster, ein Beispiel haben wir da. Ja, hier sind die zwei Zonen mit unterschiedlichen Produkten ausgestattet. Hier in diesem Fall sind beide Zonen im Minusbereich, aber es ist auch möglich, die zweite Zone im Plusbereich. Ich wollte nur das zeigen, weil das zeigt perfekt die Wirkung, die Präsentation von den zwei unterschiedlichen Modellen. Zwei unterschiedliche Wannen und wie klein die ganze Vitrine ist. Genau, das habt ihr gemacht und das zeigt es sehr, sehr schön, dass man in diesem kleinen Bereich, in dieser kleinen Vitrine so unglaublich viel zeigen kann. Ja. Mhm. Eine weitere Leistung von DLT 80 und Kelly ist die Night Mode. Genau, wir haben übernachten. Genau, ja, mach du. Okay, diese Vitrine hat diese tolle Abdeckungen. Hier, diese weiße Paneele sind isolierende Polyurethan-Paneele, die man nachts auf die Kühlwanne stellen kann, die während des Tages, als die Vitrine in Betrieb ist, werden diese Isolierpaneele in diesem Fach gesteckt, damit die nie verloren gehen. Ja, genau. Die sind im Lieferumfang auch enthalten, also diese Abdeckungen, ja, die inklusive sind bei Lieferung der Vitrine auf jeden Fall dabei.
und wirklich verschwunden. Also wirklich in der Vitrine verschwunden. Wir brauchen die nirgends in die Ecke stellen, im Laden oder so, sondern die sind da wirklich drin und können abends aufgelegt werden. Passen genau in den Wandenausschnitt. Und sobald die eingelegt werden, wird ein Nachtmodus aktiviert. Und das ist das Besondere, Christian, mit der Abtauung. Die Abtauung wird praktisch deaktiviert. Es gibt einen magnetischen Sensor und der füllt die Abdeckungen und die Abtauung wird deaktiviert. Also im Nachtmodus, die Vitrine wird quasi zu einem Lagerschrank und ich kann das Eis in der Vitrine stehen lassen. Das ist besonders interessant für Lokalen, die keinen Tiefkühlschrank in der Küche haben können, oder auch für diese für kleine Cafés, die Eisvitrine nicht abends abtauen wollen und reinigen, weil das ist normalerweise für Restauranten, Bäckerei, Cafés extrem interessant. Und auch wenn du denkst, diese Abdeckungen machen die Vitrine zu einer trockenen Präsentation. Genau. Eine trockene, man kann Croissant hier, Viennoiserie, morgens auch präsentieren, in der Frühstückszeit. Und nachmittags, Abdeckungen weg und Eis ist da. Spachtelbereit, portionierbereit für den Rest des Tages. Genau, sehr, sehr super Möglichkeit. Also wirklich das Einlegen, dann ist über Nacht das Eis da drin. Wir können das wirklich dafür nehmen, du hast es gesagt, wenn ganz besonders kleine Ladenlokale sind, die nicht noch zusätzlich einen Eislagerschrank stellen können, wo es einfach wirklich vom Platz nicht geht, da kann das Eis drin bleiben. Und diese Abdeckplatten auch noch genutzt werden für Croissants, für Snacks, für wenn das Frühstücksgeschäft morgens läuft, der Vormittagsverkauf und dann nachmittags machen wir einfach die Abdeckungen ab und dann ist das Eis da drin, genau. Und wir denken auch besonders an kleine Ladenlokale, ja, an solche kleinen Zusatzmöglichkeiten und in Foodtrucks zum Beispiel, wo es immer auf Platz ankommt. Also genau auf diese Möglichkeiten, dass man ein ganz großes Angebot haben möchte bei wenig Platzmöglichkeit. Dafür ist das gemacht und bedacht und also das ist eine Vitrine, die unfassbar viele Möglichkeiten, Kühlung, Tiefkühlung, Eis, Eiskuchen oder Kuchen oder dann durch die Abdeckung auch noch im Frühstücksbereich Croissants etc. Also das ist wirklich ein Raumwunder. Okay, so ich schaue die Uhr an und wir wollen innerhalb einer Stunde bleiben. Wir haben, ich denke, schön über die DLT 80 Kelly erzählt. Wir wollen jetzt von noch eine weitere Vitrine, die ganz, ganz schmal ist und auch eine super tolle, transparente Präsentation anbietet. So die perfekte Mischung zwischen Show und Flexibilität. Das ist wieder eine One-Show. Und ich würde jetzt auch dazu gleich wieder sagen, dass im Hintergrund Möbel sind aus der Serie Abaco. Ich muss aber aufpassen, nicht, dass ich dich wieder irgendwo übersehe. Nicht, dass du wieder da irgendwo aus dem Bild springst. Aber dieses Mal nein, bist du nicht im Hintergrund. Okay, ich sage, das ist Abaco im Hintergrund und vorne die One-Show. Aber dann sag mal weiter über diese Show. Das steckt im Namen. Was kann die Vitrine? Ja, die Vitrine kann alles. Und die kann alles in nur 74 cm Tiefe. Die Showtechnik, die transparente Eiswanne, ist jetzt hier mit einer einzelreihigen Vitrine kombiniert. So, die gesamte Tiefe bleibt innerhalb 74 cm. So, die kann wirklich durch alle Türen gehen. Und für kleine Lokale oder spezifische Bedürfnisse ist die ideale Vitrine.
In der Tiefe von 74 cm haben wir viele, viele Optionen. Also Eisschalen, regelmäßige 5-Liter-Schalen, immer transparent, oder runde Schalen, also Eis am Stiel-Tabletten, Tablette für Eistorten und dann weitere Temperaturoptionen für Schokolade und für Patisserie. So, das macht OneShow wirklich eine Theke-Anlage, für das wir benutzen können für alle Kaffee-Layouts und die Ladenbau. Die kann entweder stärkefertig oder mit externen Maschinen, wie auch alle anderen ISA-Vitrinen, mit Dekor oder als ein Baumodul. Ganz genau, alles aus einem Guss, alles ja, sehr, sehr schön zusammenpassend, alles, wie du gesagt hast, einbaufähig und sehr, sehr, also optisch super ansprechend bei neuester Technik. Genau. Wir haben jetzt von kleine Eisvitrine, kompakte, geringe Theken gesprochen. Und die Vorteile davon sind natürlich ganz sichtbar. Im Sinne Platz, Kombinationen mit anderen Temperaturen und die perfekte Integrierung in eine Theke-Anlage für die Ladenbau. Natürlich ganz die, genau. Ja. Dieses mit der Integration, ich möchte noch ganz kurz eben einmal für dieses Integrieren in die Theke, da habe ich eben noch bei der DLT80, diese Kelly-Serie, da ist nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Punkt auch, ein großer Vorteil, dass bei der Vitrine also kein Platz gelassen muss für Zu- oder Abluft. Bei der Vitrine ist es so, dass die Zu- und Abluft auf der Bedienseite passiert. Das heißt, die kann wirklich sehr eingebaut werden, seitlich und in der Front. Da müssen wir also nicht darauf achten, dass noch irgendwelche Luftvoraussetzungen gegeben sind. Das ist bei der auf allem, was die hat an kleinstem Raum, auch nochmal. Die kann wirklich total verschwinden in einer Nische, in einer Ecke, in einer eben bestehenden Einrichtung nachgeschoben werden, weil die mit der Abluft wirklich beides Bedienseits hat und das ist dann immer überhaupt gar kein Problem, die zu integrieren. Genau. Super, super. Und dann, wir sind fast am Ende. Ja, ein bisschen Zusatz haben wir noch, genau, und zwar Zusatz mit dem Crystal Tower. Das ist eine Panoramavitrine, die in jedes Eiscafé, Bäckerei, Konditoreibedarf eingebracht werden kann. Für zusätzliche Ideen, also ebenfalls ist eine Kühlvitrine, wo wir also sämtliche Möglichkeit haben, Kuchen und so weiter zu zeigen. Wir können bei der Vitrine eine Umschaltung auch wählen. Das ist die Dual-Temperatur auch hier, sodass man im Winter Eistorten, Eisbecher, so etwas zeigen kann, im Sommer Kuchen. Das ist also auch da eine vielseitige Nutzung. Und auch die Option für Schokolade ist machbar und da, dass man also da wirklich in den Bereich Schokoladen- und Pralinenkühlung geht, als jetzt eine andere Vitrinenform, aber eben auch. Wir sehen schon, also eine Panoramavitrine von allen vier Seiten einzusehen auf die zu zeigenden Dinge, auf die Produkte dort. Mhm. Ja, die perfekte Vitrine für die Kunden, die die Offerte im Lokal verbreiten wollen mit unterschiedlichen Produkten. Genau, ein großes Angebot. Nicht zu vergessen, was wir auch im Schauraum angeschaut haben, die Eis. Genau, und zwar kleine Vitrinen nochmal für dieses sehr, sehr vielseitige, für Events, Catering, dass man da wirklich mit auf Veranstaltungen geht, dass man die Geräte auf die Terrasse nach draußen stellen kann, in auch denkbar alles in Einkaufszentren zum Beispiel. Da haben wir die Multiplo, die haben wir uns bei euch in der Ausstellung, Christian, auch sehr, sehr genau angeschaut. Das ist eine Vitrine, da haben wir Pozzetti und jede einzelne
eine Schale ist für sich steuerbar, weil die also nicht in einem, in einer Wanne sind, sondern alle speziell eingelassen mit einem, mit der einzelnen Kühlung. Also da können wir bereichsweise oder auch schalenweise unterschiedliche Temperaturen wählen. Wir haben ja eben schon ein paar Mal gesagt, warum und das so ganz wichtig ist für unterschiedliche Eissorten, unterschiedliche Temperaturen, für unterschiedliche Produkte. Das Ganze nochmal als sehr kompakt, diese Gelataio, die wirklich überall hinzuschieben ist, um mal eben ein bisschen Zusatzgeschäft im Eis zu generieren. Caratino, das ist also ein Lieblingsprodukt, immer wieder gern genommen. Den gibt es in diesem Braun, den gibt es in Weiß, Schwarz oder in so einem Cremefarben. Auch, na klar, man sieht es schon, also der ist wirklich auch dafür gedacht, im Bereich des Geschäftes separat aufgestellt zu werden oder sehr gerne auch vor die Tür, bei Straßenfesten, bei irgendwelchen Schulveranstaltungen und sowas, also toll zu nutzen. Mit runden Schalen, hier jetzt auch gezeigt im Rahmen dieser Pozzetti-Vitrinen, aber auch mit diesen eckigen Schalen zu bestücken, dann sind da 6 Sorten drin. Und der Berry, der ist sehr spannend. Dadurch, also das ist zum Beispiel so eine Einkaufspassage in einem Einkaufszentrum. Der kann nämlich tagsüber beschickt werden, ist gleich alles dabei, genauso wie bei dem Caratino auch. Das ist alles so eine Station mit Anbau, Portionierspüle und so weiter gleich integriert. Und abends nach Betrieb kann dieser Deckel bei dem Berry runtergefahren werden. Dann kann also da auch niemand mehr drangreifen oder so, dann ist das Gerät geschlossen, fertig, bis zum nächsten Tag und dann kann es weitergehen. Das sind so ein paar kleine Ideen für den Bereich Event, Catering, eben so draußen, außer Haus, solche Sachen. Super, super. Ich denke, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank. Ja, ich sage auch Dankeschön, grazie. Hätten wir auch noch hinschreiben sollen. Wir waren ja so ein bisschen, wie gesagt, noch in Italien, gerade im Showroom, haben uns darauf bezogen oder jetzt eben auch im Nachgang, um das alles nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Christian, danke dir. Sehr toll. Also beide Dinge sehr, sehr super spannend, ganz interessant. Ich hoffe jetzt, ja, sind Fragen aufgetaucht? Da können sich gerne alle bei uns melden. Also sehr, sehr gerne per Mail anrufen, Fragen stellen. Und Christian, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Maren, und liebe Grüße aus Italien. Ja, danke schön. Ciao. Ciao. Tschüss.